es ist jetzt 3 Uhr morgens. Wir sind unter Tage seit 7 Stunden ungefähr in Berlin, unterhalb von Berlin. Wir verfilmen hier das Lied Sehnsucht. Der Clip handelt von Sehnsucht und ja, das Leben ist ein Zug nach nirgendwo und deswegen drehen wir in der U-Bahn. Ich spiele einen Engel. Einen Engel, der von den Menschen aber nicht gesehen wird und der aber die Menschen gerne berührt und sie auch gerne mal auf die Wange küsst und sie anlächelt. Den Sehnsuchtsengel. Meine Rolle ist Blumenverkäufer in der U-Bahn und werde von meinem Engel oder dem Engel, der da durch die U-Bahn schwebt und die Leute da sich anschaut, geküsst. Das Album Sehnsucht angefangen habe zu produzieren, dachte ich eigentlich, ich wollte mit gesprochenen Teilen nichts mehr machen, gesprochenen Versen. Habe dann aber durch Zufall die Stimme von Anna gehört und habe mich umentschieden plötzlich und mich dazu entschieden, doch wieder was mit gesprochenen Passagen zu machen. Und zwar mit Anna. Und deswegen ist Anna zum Glück auf dem Album Sehnsucht bei drei Zwischenspielen dabei und spricht was. Und das ist auch der Grund, weswegen sie jetzt bei dem Videodreh mit dabei ist und diesen Sehnsuchtsengel spielt. Und sowohl die Zusammenarbeit im Studio hat großen Spaß gemacht und auch die Zusammenarbeit vor der Kamera macht großen Spaß, oder? Ja. Mit Markus Sternberg, ist es das 10. Video, was Markus jetzt für Schiller macht? 10 Jahre Schiller, 10 Videos mit Markus Sternberg und es ist schon fast wie immer ein richtiges Familien-Happening.